Hi, herzlich willkommen bei Smart Bartending. Heute stellen wir euch 5 coole Drinks mit dem Bombay Gin vor. Unter anderem ein Gimlet, den viele vielleicht von euch kennen, ein Gin Fizz und sogar ein sehr spezieller Drink für den Sommer direkt von Bombay. Lasst euch überraschen. Jetzt kommen wir zu den Cocktails mit dem wohl bekanntesten Gin der Welt, dem Bombay. Ihr seht, wir haben hier einen Bombay mit einem blauen Etikett. Vielleicht seid ihr dadurch ein bisschen verwirrt. Das ist der Saphir East. Das ist eine besondere Variante vom Bombay. Ihr könnt natürlich auch den Standard Bombay nehmen mit dem weißen Etikett. Ist genauso gut. Ihr habt gerade gesehen, ich habe Thymianblätter in den Shaker gegeben. Da sind ungefähr 2 Zweige. Dann habe ich eine Handvoll Himbeeren mit hineingegeben. Das sind ungefähr 6-7 Stück. Das muddeln wir alles. Jetzt kommt Zuckersirup und zwar 20 Milliliter mit hinein. Ihr könnt auch ein bisschen mehr nehmen, je nachdem wie die Himbeeren bei euch sind. Wenn die ein bisschen säuerlicher sind, nehmt ruhig ein bisschen mehr. Jetzt nehmen wir unseren Star für diesen Drink, unseren Bombay Gin. Davon nehmen wir 60 Milliliter. Jetzt geben wir Eis in unseren Shaker und shaken alles sehr, sehr kräftig durch. Shakt auch ruhig ein bisschen länger, bis die Arme wehtun, damit der Thymian schön den Geschmack abgibt und die Himbeeren richtig klein gemuddelt werden. Für den Drink braucht ihr auf jeden Fall Crushed Ice und wenn ihr kein Crushed Ice da habt, jetzt ein Lifehack für euch. Wenn ihr eine Barpresse habt, beziehungsweise eine Zitronenpresse, legt einen Eiswürfel rein, drückt kräftig zusammen und kratzt dann das Eis daraus. So könnt ihr Crushed Ice machen. Und wie man noch Crushed Ice machen kann, ist mit einem sauberen Geschirrtuch. Ihr legt einfach Eiswürfel mit hinein, faltet das Geschirrtuch schön zu, damit alle Ränder zu sind. Und jetzt könnt ihr sogar eure Bombay-Flasche nehmen, weil die richtig stabil ist. Und ihr haut richtig schön auf die Eiswürfel, auf das Tuch, bis alles klein ist. Ihr merkt schon vom Gefühl her irgendwann, bis kein Eiswürfel mehr da ist. Dann ist das Crushed Ice fertig. Das gebt ihr dann ins Glas. Füllt den Himbeer-Thymian-Smash schön darüber. Ihr seht diese schöne Farbe, guck mal, wie kräftig rot die Himbeeren sind. Das wird jetzt mit einem Fruchtspieß dekoriert und fertig ist der Himbeer-Thymian-Smash. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr einfachen Drink, aber auch sehr, sehr lecker. Und zwar dem Gimlet. Dafür kühlen wir eine Kupette mit Eiswürfeln vor. Ihr könnt aber auch einfach ein Martini-Glas nehmen und es in den Froster stellen. Hauptsache das Glas ist sehr, sehr kühl. Dann nehmt ihr 60 ml Gin, gebt in den Shaker mit hinein und eine halbe Limette, das sind ungefähr 20 bis 25 ml. Nehmt frischen Limettensaft, das schmeckt viel, viel besser als gekaufter, abgefüllter. Dann Eiswürfel mit einem Shaker, dann macht ihr den Shaker zu und shakt alles kräftig durch. Könnt ihr auch gerne ein bisschen länger shaken, damit der Drink sehr, sehr kalt wird. Dann tut ihr die Eiswürfel wieder aus der Kupette oder holt euer Glas aus dem Froster. Seid es ab, dekoriert es mit einer Limettenscheibe und fertig ist der Gimlet. Jetzt kommen wir zu dem Green Gin Cocktail. Dafür geben wir 60 ml Bombay Gin in einen Shaker. Wenn ihr jetzt gerade keinen Bombay Gin zur Hand habt, könnt ihr natürlich auch einen anderen Gin nehmen. Das funktioniert auch. Dann kommt frischer Zitronensaft mit hinein, davon 30 ml. Presst den immer gerne frisch aus. Ihr könnt auch mit der Hand eine Zitrone auspressen, wenn ihr keine Barpresse habt. Aber frischer Zitronensaft schmeckt immer besser. Jetzt 20 ml Rohrzuckersirup für die Süße und Gurke. Davon habe ich 3 Scheiben, also dünne Zesten reingemacht. Dann noch frische Minze und einen Schuss Apfelsaft. Das muddeln wir alles in dem Shaker. Nur leicht andrücken, damit das nicht alles komplett kaputt geht. Sonst haben wir später ganz kleine Stückchen in unserem Drink. Das sieht nicht schön aus. Beim Trinken stört das auch ein bisschen. Dann kommt Eis mit in den Shaker. Wir schließen den Shaker und shaken alles richtig kräftig durch, damit die Minze und die Gurke auch schön viel Saft abgibt. Dann holen wir uns ein Glas, am besten ein großes. Das füllen wir mit Eiswürfeln auf. Legen noch eine Gurke als Deko rein. Am besten ihr macht die Gurke vorher rein und dann die Eiswürfel. Das war von mir wieder ein Denkfehler. Dann habe ich halt noch einen Spieß mit reingemacht, damit die Gurke da schön fest drin bleibt. Sonst fliegt sie immer wieder aus dem Glas. Und jetzt salben wir alles schön langsam in das Glas ab. Dann kommt ein Trinkhalm mit hinein. Und fertig ist unser Green Gin Cocktail. Als nächstes machen wir den Holy Moly. Dafür müssen wir Eiswürfel in ein Glas geben. Und wir können alles jetzt im Glas einfach aufbauen. Als erstes nehmen wir 60 ml Bombay Gin. Die geben wir auch direkt in das Glas mit den Eiswürfeln. Wenn wir schon mal hier sind, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr am liebsten euren Bombay Gin trinkt. Dann kommt 20 ml Holunderblütenlikör mit hinein. Achtet darauf, dass es Likör ist und kein Sirup, weil sonst wird der Drink zu süß. Dann geben wir noch weißen Wermut mit hinein, davon 30 ml.
eine Limettenscheibe mit direkt da rein. Die wird auch später unsere Deko oben sein. Das rühren wir dann alles einmal durch. Die Limette gibt jetzt ein bisschen Saft ab dabei. Das füllen wir jetzt mit Ginger Ale auf. Ich mag Drinks sehr gerne mit Ginger Ale. Das schmeckt immer so fruchtig, leicht nach Sommer. Dann kommt ein Trinkhalm mit hinein und fertig ist unser Holy Moly. Ich weiß, dieses Video heißt 5 einfache Drinks mit Bombay. Jetzt kommen wir aber mit zu einem relativ komplizierten Drink. Aber es lohnt sich, Leute. Macht den auf jeden Fall nach. Es ist mein Lieblingsdrink. Ihr gebt als erstes 60 ml Gin mit in einen Shaker. Dann kommt frischer Zitronensaft. Bitte nehmt immer frischen Zitronensaft, dann schmeckt der Gin Fizz einfach am besten. Davon 30 ml. Am besten, ihr gebt es auch direkt in den Jigger und nicht wie ich nebenher. Das kommt dann in unseren Shaker hinein. Dann 20 ml Rohrzuckersirup. Ihr könnt auch normalen Zuckersirup machen und mit hineingeben. Dann kommt Eiweiß mit hinein. Ihr könnt ein frisches Ei nehmen. Ich habe hier Eiweiß schon vorgefertigt. Das kommt in unseren Shaker. Jetzt shaken wir alles ohne Eis. Das nennt man auch Dry Shake. Macht den Shaker schön kräftig zu, sonst spritzt es ein bisschen raus. Und jetzt alles kräftig shaken. Schön lange und kräftig, damit das Eiweiß schön stockt und sich alles vermischt. Dann macht ihr den Shaker einmal auf. Jetzt kommt Eis mit hinein. Und wir shaken alles nochmal. Warum? Jetzt kühlt der Drink beim Shaken nochmal schön durch und das Eiweiß entfaltet sich nochmal. Und ein Schuss Soda schon vorher mit hinein. Ihr könnt natürlich auch das Soda einfach nur zum Schluss reinmachen, geht auch. Ich mache es gerne so rum, weil dann die Krone schon richtig hochkommt und man zum Schluss nicht mehr so viel Soda drauf machen muss. Jetzt nochmal ein Schuss Soda. Wartet vorher ein bisschen, bis sich das Eiweiß abgesetzt hat, dann festigt sich das ein bisschen besser. Jetzt lasst auch ein bisschen über den Rand gucken, eine Zitronenzeste über den Drink ausdrücken und drauflegen. Und fertig ist unser Gin Fizz. Wir haben jetzt alle Gin-Cocktails mit dem Bombay fertig. Den stellt man hier vorne hin, damit man auch noch alle Drinks sieht. Wie ihr wisst, mein Lieblingsdrink ist der Gin Fizz. Der schmeckt mit dem Bombay auch sehr, sehr gut. Dann haben wir heute was auch probiert, direkt von der Seite von Bombay. Ein Rezept von denen. Mir fehlen heute ständig die Namen. Es ist auf jeden Fall ein Summer Punch. Finde ich sehr, sehr lecker mit Ginger Ale und dem Saint-Germain Holunder Likör. Jetzt nehmen wir mal einen Schluck. Der ist ohne Zuckersirup, trotzdem hat er eine gewisse Süße. Das finde ich sehr, sehr schön. Dann natürlich den Himbeer-Thymian-Smash. Ein alter Klassiker. Schmeckt auch sehr, sehr gut. Schön fruchtig. Je mehr Himbeeren man nimmt, desto schöner kommt diese Farbe durch. Das gefällt mir sehr gut. Auch German, der wird ihn gleich auf jeden Fall trinken. Dann haben wir einen Standard-Gimlet. Einfach Gin mit Limettensaft. Schön kühl, kurz geshakt und dann in eine Kupette abgeseiht. Ist ein Klassiker. Ist ein starker Drink. So ist für Leute, die es gerne ein bisschen stärker im Mund haben. Ist nicht so mein Lieblingsdrink, aber es geht ja heute auch um euch, dass wir euch zeigen, welche Drinks man alles machen kann und wir eine gewisse Vielfalt auch anbieten wollen. Und dann haben wir noch einen mit Gurke, Limettensaft, Apfelsaft und natürlich mit dem Bombay Gin. Das ist eine sehr sommerliche Variante, finde ich auch sehr lecker. Haben wir uns auch im Internet inspirieren lassen. Macht gerne die Cocktails nach, schreibt gerne in die Kommentare, welchen Cocktail ihr am besten fandet, wie immer. Und vergesst nicht zu abonnieren und uns zu supporten. Cheers!